Dieses Gerät bringt mich sonst um. Der letzte Beratungspunkt für heute ist der Tagesordnungspunkt 21. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Bibliotheksgesetzes, Drucksache 19-2671 zu Drucksache 19-2201. Berichterstatter ist der Abg. Hofmeister, er hat das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU und von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der LINKEN und der FDP bei Enthaltung der SPD den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 19-2651, und der Nummer 1 des Änderungsantrags der FDP, Drucksache 19-2658, in zweiter Lesung anzunehmen. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Ich öffne die Aussprache und erteile Herrn Kollegen Hofmeister für die Fraktion der CDU das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Juli-Plenum haben wir die Novellierung des 2010 eingeführten Hessischen Bibliotheksgesetzes in erster Lesung beraten. Diese war schon in Summe sachlich sowie recht harmonisch und hat gezeigt, dass sich das Hessische Bibliotheksgesetz bewährt hat. Das Gesetz setzt einen sicheren rechtlichen Rahmen für öffentliche Bibliotheken in Hessen. Meine Damen und Herren, Bibliotheken haben in den letzten Jahrzehnten Charakter und Aufgabenstellung wesentlich verändert. Von Buchausleihstationen sind sie zu modernen Kompetenzzentren für Information, Medien und Leseförderung geworden. Bibliotheken waren und bleiben dabei zentrale Orte der Bildung, der kulturellen Begegnung und des gesellschaftlichen Austausches. Mit der Novellierung des Gesetzes sollen einige wenige Anpassungen und Konkretisierungen vorgenommen werden. Im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst haben wir in sachlicher Atmosphäre die vorgesehenen Änderungen diskutiert. Darüber hinaus standen die Unterlagen der Regierungsanhörung zur Verfügung. Dafür ein herzliches Dankeschön an das HMWK mit Minister Boris Rhein und Staatssekretär Ingvar Jung an der Spitze. Zusätzlich wurde eine schriftliche Anhörung des Ausschusses durchgeführt. Und in Stellungnahmen wurde die Zielrichtung des Gesetzes im Wesentlichen bestätigt und auch die vorgesehenen Änderungen als sinnvoll erachtet. Meine Damen und Herren, verbindliche Standards, wie etwa ab welcher Gemeindegröße eine öffentliche Bibliothek zu unterhalten ist, oder finanzielle Festlegungen, wie von Teilen der Opposition gefordert, wollen und werden wir für Bibliotheken in der Fläche nicht setzen. Das vorliegende Gesetz beschreibt Bedeutung und Funktionen der öffentlichen Bibliotheken in unserem Bundesland und sorgt für eine rechtliche Anerkennung. Dafür ist dieses Gesetz eingeführt worden, und dafür soll es auch weiter sorgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine nicht unmittelbar mit Bibliotheken in Verbindung stehende Änderung bzw. Ergänzung hat sich jedoch noch kurzfristig ergeben, wobei nicht wenige Bibliotheken in Hessen in denkmalgeschützten Gebäuden untergebracht sind. Dies stellt nun auch einen gewissen Bezug zum Denkmalschutzgesetz her, das mit einem neuen Artikel 2 im Bibliotheksgesetz um ein weiteres Jahr verlängert werden soll. Das Denkmalschutzgesetz ist anerkanntermaßen deutlich komplexer, und so hat sich bei der fachlichen Überprüfung weiterreichender Beratungs- und Abstimmungsbedarf ergeben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Hessische Bibliotheksgesetz hat sich in den 5 Jahren seines Bestehens bewährt. Mit der heute anstehenden Novellierung kann die vielfältige Bibliothekslandschaft in unserem Bundesland weiter in einem passenden rechtlichen Rahmen arbeiten. In diesem Sinne bitte ich um Zustimmung zum Gesetzentwurf mit den vorgesehenen Änderungen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Nächste Wortmeldung, Frau Kollegin Beer für die Fraktion der FDP. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Kurz zu der Auswertung der Anhörung und auch die entsprechenden Änderungsvorschläge der Freien Demokraten zum Hessischen Bibliotheksgesetz. Ich hatte bereits in der ersten Lesung angekündigt, dass mir die Streichung des Jedermann-Zugangsrechts aus der Präambel wenig eindeutig erscheint. Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, dies nicht nur
in verstreuten Einzelfällen aufzunehmen, sondern grundsätzlich an den Anfang der Regelung dieses Gesetzes zu stellen. Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass nach der letzten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden vor wenigen Monaten zum Pflichtexemplarrecht des Landes eine Klarstellung hier in dem entsprechenden Nummer 4 hätte stattfinden müssen. Aber was uns als Freie Demokraten wirklich enttäuscht, gerade auch nach den Ausführungen des Kollegen Hofmeister eben zu der Art, was Bibliotheken sind, nämlich dass sie nicht nur Ausleihort sind, sondern dass sie ein Ort der kulturellen Begegnung sind, dass dort gesellschaftliche Integration stattfindet, dass auch Medienerziehung, gerade außerschulische Medienerziehung, an diesem Ort einen Platz finden und damit eine sinnvolle Freizeitgestaltung dort stattfinden kann. Das hätte für uns als Freie Demokraten, Herr Kollege Hofmeister, wirklich den zwingenden Schluss gehabt, sie auch als Freizeiteinrichtung im Sinne des Arbeitszeitgesetzes zu erkennen und damit eine Öffnung an Sonntagen für Bibliotheken zuzulassen. Es ist wirklich schade, dass Sie diesen Weg nicht gehen, der Bevölkerung entgegenzukommen in der Art ihrer Freizeitgestaltung, unsere Bibliotheken zu den Zeitpunkten in der Woche nutzbar zu machen, wo jeder auch die Zeit und die Muße hat, dies zu tun. So haben wir das quasi parallel zur Berufstätigkeit. Das muss man dann ermöglichen können. Und damit beschränken Sie leider den Zugang zu unseren Bibliotheken ohne Not. Auf einen letzten Punkt, der mehr ein formaler Punkt ist, möchte ich allerdings schon hinweisen, auch zu vorgerückter Stunde, weil ich für uns als Freie Demokraten verhindern möchte, dass hier ein Präzedenzfall geschaffen wird. Der Herr Kollege Hofmeister hat versucht, so eine elegante Welle zu kriegen über historische Gebäude von Bibliotheken zum Denkmalschutzgesetz, Herr Kollege Schwarz. Das nützt aber nichts. Weil das, was Sie jetzt hier in diesem Gesetz machen, durch einen Änderungsantrag in der zweiten Lesung einen weiteren Gesetzentwurf reinzuschaffen und damit ein Gesetz nur einmal lesen zu lassen, das ist wirklich eine Geschichte, die kann man sich als Parlament nicht bieten lassen. Ich sehe ein, dass Sie offensichtlich Schwierigkeiten haben, die entsprechenden Fristen zu halten. Aber meines Erachtens hätte es auch schon bei der Einbringung des Hessischen Bibliotheksgesetzes als quasi Omnibusgesetz die Möglichkeit gegeben, diesen Artikel 2 anzufügen und wenigstens das normale Anhörungsverfahren zu laufen. So beschneiden Sie das Parlament in dieser Möglichkeit. Und das ist für uns auch der Grund, warum wir diesem Gesetz dann in seiner Gänze nicht zustimmen können. Aber wir werden auch bei jedem Versuch der Wiederholung eines solchen unparlamentarischen Vorgehens dann auch kräftig die Stimme erheben, weil das hier nicht einreißen darf. Die nächste Wortmeldung ist Frau Abg. Alex in der SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Buchlosen verachten Weisheit und Zucht. Das, um den ergoogelten Ho Chi Minh-Zitaten einen kleinen Gegenpart zu bieten, das ist nicht von Ho Chi Minh. Die Buchlosen verachten Weisheit und Zucht. Das heißt, wir sollten jene unterstützen, die sich um Bücher kümmern, die Bücher sammeln, die sie ordnen, die sie der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und wir sollten gleichzeitig jene unterstützen, die sich ihr Wissen, ihre Kenntnis oder ihr Vergnügen aus Büchern holen wollen, in öffentlichen Büchereien und überall. Das könnte ein gutes Bibliotheksgesetz tun. Die Stellungnahmen, die wir von verschiedener Seite zum Hessischen Bibliotheksgesetz bekommen haben, beginnen alle mit einem Lob. Und wir sind geneigt, wie der Herr Kultusminister gestern zu sagen, der Gesetzentwurf verfolgt ein hehres Ziel. Das will ich deutlich anerkennen. Das können wir auch machen, aber damit ist schon Schluss. Denn
Denn wir kommen zu dem gleichen Ergebnis, zu dem meine Fraktion auch schon vor 5 Jahren gekommen ist und zu dem auch vor allem der Deutsche Bibliotheksverband gekommen ist. Ein Gestaltungswille der Landesregierung ist nicht erkennbar. Das war schon vor 5 Jahren so. Das hat die damalige Opposition in Gänze auch so gesehen. Wir haben nach den marginalen Änderungen und redaktionellen Änderungen, die im Wesentlichen in diesem Gesetz ist, Bücher heißen jetzt Medienwerke und so weiter, nach diesen marginalen Änderungen haben wir keinerlei Veranlassung, davon abzurücken. Aber wir gutieren die Tatsache, dass Hessen überhaupt ein Bibliotheksgesetz hat mit einer kraftvollen Enthaltung. Ich habe im Verlauf der Vorbereitung die Stadtbüchereien in meinem Wahlkreis alle besucht. Und ich habe dort die Frage gestellt, jedes Mal, welche Auswirkungen hat denn das Bibliotheksgesetz auf Ihre tägliche Arbeit? Und die Antwort war immer keine. Und es war auch nicht anders zu erwarten. Dort vor Ort wird nämlich die Arbeit gemacht, und dort wird das Geld ausgegeben. Im Schnitt 20 Öffnungsstunden pro Woche, Feierabend, Samstagsöffnung, Veranstaltung, Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und freiwilligen Organisationen und zumindest im Hauptamt qualifiziertes Personal. Jetzt noch über eine explizite Sonntagsöffnungsmöglichkeit weitere Begehrlichkeiten vor Ort zu wecken, halten wir als Sozialdemokraten für falsch. Deutlicher als der Berufsverband Information Bibliothek kann man es nicht sagen. Deswegen zitiere ich: Eindeutige Mindeststandards sind gefordert im Rahmen eines verbindlichen Bibliotheksentwicklungsplans. Ich hatte ja schon letztes Mal darüber gesprochen, dass es nur etwas ganz Uraltes gibt. Und mit entsprechender garantierter finanzieller Unterstützung des Landes Hessen ein modernes, tragfähiges Netz von Bibliotheken zu sichern und zukunftsfähig zu machen. Die Buchlosen verachten Weisheit und Zucht. Die Alttestamentler unter Ihnen haben natürlich gemerkt, dass ich Sprüche 1, Vers 7 hier etwas verändert habe, weil es besser passte. Es heißt natürlich nicht, die Buchlosen verachten Weisheit und Zucht, sondern die Ruchlosen verachten Weisheit und Zucht. Aber das ist im Prinzip sind es ja auch die gleichen. Danke schön. Ich auch nicht. So. Das Wort hat Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Braucht Hessen ein Bibliotheksgesetz? Ja, eindeutig. Es ist sinnvoll, dass Hessen ein Bibliotheksgesetz hat. Es war ja auch eine der Empfehlungen der Enquetekommission Kultur in Deutschland des Deutschen Bundestages, die schon vor vielen Jahren ihre Empfehlungen vorgelegt hat. Die zweite Frage ist, braucht Hessen dieses Bibliotheksgesetz, das 2010 eingeführt wurde und jetzt fortgeschrieben? Und da sage ich eindeutig nein. Dieses Bibliotheksgesetz braucht leider kein Mensch, weil es vollkommen wirkungslos ist. Weil wenn man ein Bibliotheksgesetz braucht, dann braucht man natürlich ein Gesetz, das Standards festlegt und dass er ausreichende Finanzierung zum Beispiel sicherstellt und das irgendetwas regelt. Aber man braucht kein Gesetz, was, wenn Sie ehrlich sind, ja damals primär eingeführt wurde, weil Alois Lenz halt gerne ein Bibliotheksgesetz haben wollte und die FDP dann gesagt hat, na ja, dann macht man halt ein Gesetz und die CDU, aber möglichst schreibt man halt nichts rein. Und so ist ja dieses Gesetz überhaupt erst entstanden. Und jetzt haben wir in Hessen ein sowas, oder? Herr Rentsch bestätigt das? Sowas, ja. Herr Lenz kriegt sein Gesetz, aber steht nichts drinnen. Genau. Ja, ja, ich habe das damals auch aus zuverlässiger Quelle so gehört. Also auf jeden Fall bringt dieses Gesetz halt herzlich wenig, vor allem in einer Zeit,
in der wir eine kommunale Finanzsituation haben, die so angespannt ist, wie sie gerade ist, in dem wir Schutzschirmkommunen haben, die eher dazu gezwungen sind, Bibliotheken zu schließen und Bibliotheken in ihrer Existenz gefährdet sind. Wir erleben doch an vielen Orten, dass die Öffnungszeiten reduziert werden, dass immer mehr Arbeit durch Ehrenamtliche gemacht wird, durch Förderkreise, dass auf einmal stationäre Bibliotheken ersetzt werden durch Bücherbusse, die dann einmal die Woche montags um 13 Uhr kommen. Und nach einiger Zeit merkt man, dass komischerweise montags alle zwei Wochen um 13 Uhr niemand kommt, um ein Buch auszuleihen, und dann wird das auch noch eingestellt. Und das ist doch eigentlich das praktische Problem, das wir haben, dass die Mittel, die das Land bereitstellt für die Bibliotheken, sich seit Jahren einfach nicht erhöht haben und die Aufgaben aber gestiegen sind und wir dann eine Situation haben, dass die Bibliotheken nun einmal eine freiwillige Leistung der Kommunen sind und keine Pflichtaufgabe. Ich will auch nur darauf hinweisen, dass die Enquetekommission Kultur in Deutschland des Deutschen Bundestages sich dafür ausgesprochen hat und gesagt hat, eigentlich müssten Bibliotheken eine Pflichtaufgabe der Kommunen sein, was natürlich bedeuten würde, dass das Land sie entsprechend finanzieren müsste. All das wären Punkte, die man in einem Bibliotheksgesetz regeln könnte, also ab welcher Einwohnerzahl, wie viel, wie auch die Frage natürlich der Digitalisierung, all solche Punkte könnte man dort regeln, ist es aber nicht, sondern es ist eben, ich sage es mal so, das Alois Lenz Gedächtnisgesetz, und das hilft halt in der Praxis niemandem. Und deshalb haben ja damals auch alle Oppositionsfraktionen dagegen gestimmt. Nun hat jetzt die FDP noch versucht, mit einem Änderungsantrag so mal ganz nebenbei noch die Aufweichung des Sonntagsschutzes mal so ins Bibliotheksgesetz mit reinzustimmen, wo ja dann aber das glücklicherweise nicht Eingang gefunden hat. Ich finde aber auch, und der Kritik will ich mich anschließen, die Kollegin Bär geäußert hat, ich finde, es ist schon schwierig, wenn man in der ersten Lesung ein Bibliotheksgesetz einbringt, eine Anhörung macht und dann einen Änderungsantrag, wo man so nebenbei das Denkmalschutzgesetz auch noch einmal ändert. Also, das ja auch gar nicht angehört ist. Also, ich finde, da muss man schon von Anfang an ein Artikelgesetz machen, damit man überhaupt eine Möglichkeit hat, auch das Denkmalschutzgesetz in dem Fall dann eben auch in der Anhörung zu besprechen. Finde ich kein sauberes Verfahren. Finde ich, könnte man das auch anders machen. Ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung ich gucken soll, Schwarz-Grün, Landesregierung. Na ja, auf jeden Fall sollte man das anders regeln, damit es einfach auch transparenter ist. Zum Schluss. Als der Gesetzentwurf 2010 abgestimmt wurde, hat ja damals die Kollegin Sarah Sorge, die ja damals wissenschafts- und kunstpolitische Sprecherin der GRÜNEN-Fraktion war, hat damals bei der Verabschiedung gesagt, bei dem Gesetzentwurf weiß man gar nicht, ob man lachen oder weinen soll, und hat damit die Ablehnung der GRÜNEN dieses Gesetzentwurfs gegenüber erklärt. Und ich sage mal für mich, also ich werde jetzt nicht in Tränen ausbrechen, weder vor Trauer noch vor Lachen. Aber wir werden dem Gesetzentwurf nicht zustimmen, weil er einfach überhaupt nichts bringt, vollkommen wirkungslos ist, reine Symbolpolitik. Ich finde, wenn man etwas für die Bibliotheken tun will in diesem Land, dann sollte man sie besser ausstatten, und dann sollte man auch dafür sorgen, dass die Kommunen mehr Geld haben, um die Bibliotheken auch entsprechend zu finanzieren. Vielen Dank. Gesundheit. Ja, Frau Abg. Wissler. Vielen Dank. Wenn Sie nicht wissen, ob Sie lachen oder weinen sollen, fragen Sie einmal bei Ho Chi Minh nach. Das sein, dass er einen guten Rat hat, ob Sie lachen oder weinen sollen. Gut. Das Wort hat Frau Kollegin Feldmayer für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, ich will auch noch einmal Frau Sorge zitieren bzw. Frau Wissler. Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll. Und weil wir schon gerade dabei sind, die Zitatenschätze zu heben, möchte ich auch noch mit einem Zitat aufwarten, diesmal von einer Frau. Ich finde, hier sind genügend Männer zitiert worden. Es ist ein bisschen männerlastig, deswegen von einer Frau, von Pippi Langstrumpf, die sagte, warte nicht darauf, dass die Menschen dich anlächeln, zeige ihnen, wie es geht. Ja, meine Damen und Herren, wir haben uns schon in der ersten Lesung darüber unterhalten, dass Bibliotheken ganz besondere Orte sind. Sie sind die Orte des Lesens, des Wortes, aber sie sind auch die Orte des gesellschaftlichen Lebens, und sie werden immer mehr die Orte des gesellschaftlichen Lebens. Deswegen möchte ich ganz besonders meinen Dank jetzt einmal an die Bibliotheken hier in Hessen richten, die es wirklich schaffen, die Hürden für die Menschen, die hierher gekommen sind, für die Flüchtlinge zu senken
und um diesen Ort des Begegnens und diesen Ort des Lernens zu nutzen. Viele Bibliotheken in Hessen schaffen kostenlose Zugänge für Flüchtlinge, damit sie dort lernen können. Sie schaffen dort niedrige Zugangshürden, unter anderem die Stadtbücherei in Frankfurt. Und diesen Menschen, die das ermöglichen, möchte ich an dieser Stelle auch einmal ganz herzlich danken. Zu dem, was Kollegin Wissler gesagt hat, es wäre doch schön, wenn es eine Pflichtaufgabe wäre, die öffentlichen Bibliotheken vorzuhalten. Ja, es wäre schön. Wir haben in ganz Deutschland 4 reine Bibliotheksgesetze. Und ich habe mir alle einmal angeschaut. Es gibt in keinem einzigen Bibliotheksgesetz den Passus, dass Bibliotheken eine Pflichtaufgabe der Kommunen sind. Die thüringische Landesregierung, im Koalitionsvertrag von Thüringen steht das auch nicht drin. Also Ihre Kollegen dort, die Linken, haben es da anscheinend genau, haben sich wahrscheinlich nicht durchgesetzt. Und da steht dann beim Thema Bibliotheken dann in diesem Koalitionsvertrag drin, dass doch die Bibliotheken ja erhalten werden sollen, aber dass man doch verstärkt, man höre und staune. Sie haben ja da einen linken Kulturminister, man höre und staune, dass man dort auf ehrenamtliches Engagement sitzt. Also, Sie würden sagen, Privatisierung. Und das muss man bei der Debatte, glaube ich, auch mal der Ehrlichkeit halber dazu sagen, meine Damen und Herren. Den Vorschlag der FDP haben wir uns gründlich angeschaut. Dem ersten Punkt können wir zustimmen. Da geht es um eine Klarstellung. Das hatten wir schon im Ausschuss klargemacht, dass dieser Punkt für uns in Ordnung geht. Die Geschichte mit der Sonntagsöffnung an Feiertagen, das ist, wie Kollegin Wissler auch gesagt hat, von hinten durch die Brust geschossen und man versucht dort irgendwie die Sonntagsöffnungszeiten reinzubekommen. Da sind wir auch dagegen. Auf der einen Seite kann man sagen, klar, es ist schön, wenn man das ganze Jahr über, am besten 24 Stunden über, eine Bibliothek nutzen kann. Es ist auch schön für Familien, sonntags dahin zu gehen oder an Feiertagen. Andererseits ergibt sich daraus natürlich die Problematik, dass dort Menschen arbeiten müssen. Und die Familien, die dorthin gehen, sind auf der anderen Seite dann möglicherweise betroffen davon, dass sie den Sonntag oder die Feiertage überhaupt nicht zusammen verbringen können. Und das wollen wir nicht. Deswegen lehnen wir diesen Passus auch ab, meine Damen und Herren. Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass wir schon in ganz, ganz vielen Bibliotheken hier in Hessen 24 Stunden die Onleihe haben. Das heißt, man kann rund um die Uhr Bücher ausleihen, elektronisch natürlich. Teilweise kann man auch rund um die Uhr Bücher, die man sozusagen händisch abgeholt hat, wieder abgeben. Also, da ist das Angebot wirklich ausgeweitet worden. Wir haben ein hervorragendes Angebot an Bibliotheken. Und es muss nicht immer mehr sein. Es kann auch so sein, dass man inhaltlich mal sich breiter aufstellt, dass man das Angebot inhaltlich erweitert, dass es mehr Medien gibt in den Bibliotheken und, wie gesagt, dass die Angebote ausgeweitet werden, z.B. die Onleihe. Von daher muss ich sagen, haben wir hervorragende Bibliotheken hier in Hessen. Sie arbeiten teilweise mit sehr, sehr engagierten Menschen, und diesen Menschen möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal ganz zum Schluss der Rede und der Redeliste danken. Ich freue mich, dass ich jetzt fast das letzte Wort habe und übergebe an unseren Minister und bin gespannt auf die nächsten Zitate. Vielen Dank. Genau, der Präsident. Rein formal nur, Herr Minister, muss ich Ihnen das Wort erteilen, aber nur sehr formal. Sie haben das Wort, bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist eigentlich gesagt, alles gesagt, was zu sagen ist. Ich schließe mich inhaltlich Herrn Hofmeister und Frau Feldmayer an. Ich will vielleicht noch erwähnen, Frau Wissler und Frau Gottschalk, das ist natürlich, also ich glaube, Alois Lenz hätte die Tränen in den Augen stehen, wenn er hören würde, wie über dieses sehr gelobte Gesetz von Ihnen so gesprochen wird. Zitate von Ho Chi Minh kann ich für den heutigen Abend auch nicht mehr beisteuern. Deswegen gebe ich meine Rede zu Protokoll und wünsche Ihnen einen angenehmen Restabend. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor zu diesem Punkt. Deswegen lasse ich abstimmen. Wer diesem Gesetzentwurf in zweiter Lesung zustimmen kann, bitte ich um das Handzeichen. CDU und GRÜNE. Wer ist dagegen?
die FDP und DIE LINKE, und enthalten tun sich die Sozialdemokraten. Ich stelle fest, dass das Gesetz mit der Mehrheit von CDU und BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN angenommen worden ist und zum Gesetz, meine Damen und Herren, ich bin noch lange nicht fertig, zum Gesetz erhoben worden ist. Wir räumen jetzt die Tagesordnung ab. Danach darf ich Sie mal bitten, kurz sitzen zu bleiben, weil ich noch etwas sagen möchte. So, der Bericht des Landesschuldenausschusses rufe ich jetzt auf. Top 22 nach § 8 Absatz 3 des Gesetzes über die Aufnahme und Verwaltung von Schulden des Landes Hessen vom 27. Juni 2012. Hier ist es der 63. Bericht über die Prüfung der Schulden im Haushaltsjahr 2013. Berichterstatter ist der Kollege Schork. Müssen wir oder können wir verzichten drauf? Wir können verzichten drauf, dann tun wir das auch und bedanken uns, dass er bereit gewesen wäre. Ich lasse abstimmen über den Bericht. Wer ihm zustimmen kann, bitte ich um die Handzeichen. Das ist die CDU und die Grünen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Was habt ihr jetzt gemacht? FDP nicht beteiligt, die beiden anderen Fraktionen haben sich enthalten, CDU und Grüne haben zugestimmt. Damit ist er so beschlossen worden. Top 23. Ich sage jetzt einfach die Zählung der Tagesordnungspunkte und sage Ihnen, dass die ins nächste Plenum gehen oder was wir damit machen. 23 nächstes Plenum, 24 nächstes Plenum, 25 nächstes Plenum, 26, 27, 28, 29 und 37 ins nächste Plenum. Der Top 32 soll ein Antrag der SPD zur Landeshaushaltsordnung zur abschließenden Beratung in den Haushaltsausschuss. Einverstanden, machen wir das auch so. Jetzt kommt wieder einer ins nächste Plenum. Das ist der 33. Zur abschließenden Beratung in den Wissenschaft- und Kunstausschuss soll der Top 34 Antrag der SPD und FDP betreffend Hochschulstandort Limburg entwickeln. Einverstanden, dann ist das so beschlossen. Und schließlich der 35 und 40 sollen zur abschließenden Beratung an den ULA. Auch kein Widerspruch, dann machen wir das auch so. Im nächsten Plenum rufen wir auf den Punkt 36, den Punkt 38, den Punkt 42. Zur abschließenden Beratung in den KPA überweisen wir den Antrag 43. Kein Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Zur abschließenden Beratung in den Rechtsausschuss überweisen wir den Top 44. Kein Widerspruch, damit ist das so beschlossen. Die Große Anfrage, Top 48, rufen wir im nächsten Plenum auf. Den Antrag Top 50 soll zur abschließenden Beratung in den ULA. Kein Widerspruch, somit beschlossen. Im nächsten Plenum erscheint wieder 51, 52, 53. Der 54 soll abschließend beraten werden im Sozialpolitischen Ausschuss. Das ist auch Konsens. Und der 54 geht in den SIA. Und der 55 soll in den WVA gehen zur abschließenden Beratung. Das ist auch kein Widerspruch, so machen wir es. Im nächsten Plenum wollen wir haben den Antrag 56, den Antrag 57, den Entschließungsantrag 58 sowie die Entschließungsanträge 59, 60, 61 und den Dringungsantrag 81. Dem wird nicht widersprochen, dann machen wir das so. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe Sie gebeten, noch einmal sitzen zu bleiben, weil wir wehmütigst Abschied nehmen müssen von einem Kollegen. Ich meine das auch ernst, das ist mein Problem. Lieber Herr Dr. Spieß, Sie sind mittlerweile schon vereidigter Oberbürgermeister von Marburg geworden. Und Ihre Amtszeit beginnt irgendwie pünktlich, irgendwann nach um 12 irgendwann, aber nicht mehr hier. Sie haben mir mitgeteilt, dem Landeswahlleiter, dass Sie das Mandat niederlegen zu diesem Tag. Und damit waren Sie Abgeordneter, noch sind Sie es. Der Lebenslauf ist so, dass wir doch 2 Stunden Zeit bräuchten jetzt. Das machen wir noch nicht. Aber kann man zum Protokoll geben. Ich will schon sagen, wenn jemand in seiner Heimatstadt Bürgermeister oder Oberbürgermeister wird, ist es eine schöne Sache. Und Marburg ist eine wichtige hessische Stadt. Sie haben genügend Erfahrung der Kommunalpolitik, Sie haben genügend Erfahrung der Politik, um diese Stadt regieren zu können. Das werden nicht immer alle zufrieden sein, das erwarten Sie auch überhaupt nicht. Sonst wäre es ja auch, sagen wir mal, schwer, dass man die Leute unterscheiden könnte, wer gut oder schlecht ist. Alles Gute wünsche ich Ihnen, Gottes Segen für Ihre Arbeit. Und mit Sicherheit kommen Sie ab und zu zurück zum Ort Ihrer früheren Taten. Herzlichen Glückwunsch noch einmal zu Ihrer Wahl. Ich habe ein Geschenk mitgebracht. Das bekommen alle, die gehen, damit sie wissen, wo sie waren. In diesem Sinne etwas für den Schreibtisch. Dankeschön.
Ja, meine Damen und Herren, wir freuen uns auf seine Nachfolgerin. Ich darf die Sitzung schließen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke schön.